Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bausimulator. So, ich habe einen Stahlträger gefunden, der stand unter der Zongpumpe. Und ja, der gehört natürlich nach hier vorne hin, gar keine Frage. Setzen wir dann ja auch mal rein. So. Den aus markierten Bereich oder vermeintlich markierten Bereich raus. Dann den LKW. Da heißt es jetzt immer mit Gründer hier irgendwie loswerden. Einmal hier rüber. So. Hätten wir das auch gleich. So, jetzt nur noch ein Betonträger. Dann sind die Baumaterialien alle an der Baustelle. Und wir holen überall bei. Ich glaube, ich komme hier noch nicht mal überall bei. Ja gut, oder? Mit ein bisschen zurechtmogeln mag das vielleicht sogar noch gehen. Warte, ich glaube, so. Nee, anders. So. Das kann vielleicht sogar klappen. Also da bin ich sogar ernsthaft überrascht. Aber ey, das war jetzt zu knapp. Also normal dürfte der nächste jetzt eigentlich gar nicht mehr klappen. Warte, falsche Taste. So. Was von der Höhe ungefähr zumindest hin? Nicht ganz. Dann heißt es jetzt folgendermaßen. Mit ordentlich Schwung nach vorne. Fast. So, zweiter Anlauf. Alle hoch. So.
vorderen die gehen eigentlich ganz einfach. Die sind kein Problem. Wenn die ein Problem sind, dann sollte es nicht kein allzu großes sein. Wunderbar. Das hätten wir schon mal. Dann brauchen wir jetzt unseren feinen Atlas. Suchen jetzt mal eben die Bauteile hier. Und wie das aussieht, soll da sogar noch überdachen. Aber irgendwie sowas in der Art hinkommen. Bahn wird mich dafür hassen. Für die Art und Weise. Aber irgendwie müssen die Dinger hier auch bestellt werden, sagen wir mal so. Jo. Verschiedene Stahlträger. Wegen was auch Stahl. Da kommt die Felsen noch an den hinteren ran. Natürlich nicht. So. Einmal nach hinten. Um ein bisschen aufzurichten. Dann einmal rum. Bis hier vor. Aber es ist in die Bahnsteigkante. Also das klappt doch ganz gut. Und ich will jetzt noch den anderen gerne auch gleichzeitig mitziehen. Weil dann muss ich die Strecke nicht ganz so sehr oft hin und her fahren. Hallo? Ich brauche nur einen Prellbock. Und leise vom Prellbock. Da kann doch ein Bagger nicht auffallen. Normalerweise. Gut, dann holen wir eben kurz den anderen und dann schauen wir mal, wie wir die aufgestellt kriegen. Also das Beste wäre natürlich, wenn der Kran sogar hinhaut. So, Entfernung, mal hieß man das. Würde ein bisschen knapp werden. Knapp bis der Kran ist immer noch zu kurz. Dann wüsste ich zumindest, wo man tatsächlich sein Geld rauswirft. So, wo es zumindest am sinnvollsten ist, das Geld rauszuwerfen. Und zwar bei einem neuen Kran. So, die große Preisfrage.
Einmal rüber, bitte. Das muss nicht viel sein. Es muss nur so viel sein, dass es ausreicht. Dann sollte das vielleicht zumindest diesbezüglich schon mal hinhauen. Warte, da ist irgendwo die Kontaktstelle. Oder andere Seite. Oh, wir sind rüber, wir sind zurück. Warte. So. So. So, irgendwie vorhin hatten wir jetzt mal grün. Sagen wir es mal so. Ich glaube, ich habe irgendwas kaputt gemacht. So. Könnte hinkommen. Perfekt. Das läuft doch alles ganz gut. Decke betonieren, das sollte man eventuell auch nochmal hinkriegen. So, haben wir sonst danach noch was zu machen? Dachbau, Nachbesprechung. Also im Bestfalle sollte das vielleicht sogar nächste Folge Fleißiger Geschichte sein, der Bahnhof. Sollten wir damit sogar durch sein. So zumindest nach meiner Rechnung. Okay, der Mischer ist schon mal leer. Frischen Beton. Oh, die nächste Folge, dann müsste das eigentlich durch sein. Wenn ich das jetzt mal genau durchliest. Also Betondecke gießen. Irgendwo eine Ortbetonwand. Dann noch irgendwas betonieren und dann Bahnsteigdachelement platzieren. Ja gut. Ist doch noch einiges, aber ich sag mal zwei Folgen. Ich sag mal zwei Folgen, dann sollte das eigentlich durch sein.
Also von daher mache ich mir da mal kein Problem. Aber ich würde auch sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.